Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und ich zeige euch heute die Storm Apocalypse. An dieser Stelle vielen Dank an Sniper Airsoft Supply, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Granaten zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Bei der Storm Apocalypse handelt es sich um eine wiederverwendbare Impact-Granate, aber bevor wir uns die genauer anschauen, erstmal ein bisschen allgemein zu Granaten. Ich glaube sogar, das wäre jetzt unser erstes Review zu Granaten. Wundert mich eigentlich, weil Granaten sind einmal allgemein sehr cool, das Testen macht Spaß und sie sind sehr hilfreich im Spiel. Draußen im Wald würde ich sagen, Effektivität, Nützlichkeit für mich persönlich geht so. Aber in der Halle, CQB, Close Quarter Battle mit Räumen und Fluren, sehr, sehr hilfreich. Falls ihr Granaten im Wald benutzt, bitte nicht 10, 15 Meter werfen, weil nachher trefft ihr noch jemand am Kopf oder im Gesicht. Das ist sehr gefährlich. Da könnt ihr jemanden sehr verletzen. Ich persönlich werfe Granaten nie von oben, immer von unten. Und wie gesagt, ihre wahre Stärke zeigen sie im Gebäude. Ich denke da an Treppenhäuser, Flure, Fenster raus oder rein. Räume, damit kann man wirklich ganze Räume sauber machen. Und so sieht die Verpackung von außen aus. Wir haben hier Storm und da steht Apocalypse. Hier ist ein Bild davon. Hier haben wir ein Fenster, da sehen wir auch schon die Farbe. Das ist orange oder ich glaube, das hat einen anderen Namen. Ich glaube, das heißt High Vis. Das steht für High Visibility. Da haben wir ASG und da Impact Granate. Ich hatte es eben schon erwähnt. Das bedeutet, das hat keinen Zeitzünder, sondern bei Impact, bei Aufschlag, löst das Ganze aus. Da passen 155 BBs rein. Da steht 10 Meter effektiv und 360 Grad. 10 Meter effektiv, da würde ich sagen, ein Radius von 5 Metern, Umkreis von 10 Metern. Dann machen wir das Ganze mal auf. Hier haben wir die Granate, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und hier haben wir noch eine Gebrauchsanleitung. Ansonsten ist da nichts mehr drin. Das hier wäre die High-Vis, also die orangene. Ich drehe die mal so ein bisschen. Da steht Storm. Und dieses Design hier, das gefällt mir auch sehr gut. So das Ganze von unten. Da haben wir ein Gasventil. Da kommt das Gas rein. Da steht auch nochmal Apocalypse. Und hier in das Loch, da kommen die BBs rein. Wir haben hier das Ganze einmal in Orange, High-Vis, oder hier in Schwarz. Ich glaube, das heißt Urban Black. Hier oben sehen wir auch etwas und ich persönlich denke, das ist ein Highlight im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Granaten. Und zwar hier, bei anderen Granaten haben wir hier oben nämlich einen Splint. Den kann man erstens verlieren und zweitens ist es immer so, dass sich diese Splinte oder Splints oder was die Mehrzahl ist, immer verbiegen. Hier haben wir sowas nicht. Ein Teil weniger, was kaputt gehen kann. Wenn wir hier ein bisschen genauer hingucken, ist das hier ein Schieber und da steht was und da müsste on stehen und da steht off. Und wie funktionieren diese Granaten? Erstmal, ich hatte eben schon gesagt, das sind wiederverwendbare Granaten. Also es ist nicht so, dass ihr eine Granate kauft, werft und dann könnt ihr die wegwerfen, sondern ihr könnt die immer wieder benutzen. Und für diese Granaten braucht ihr zwei Sachen. Einmal Gas und BBs. Ihr befüllt das Ganze, dann werft ihr die und wenn ihr die geworfen habt und die irgendwo aufkommt, dann löst die aus. Und das ganze Gas und die BBs kommen hier raus. Das dreht sich und alle werden im Umkreis von 10 Metern getroffen. Dann erkläre ich euch nochmal, wie man das Ganze befüllt. Wir haben uns ja hier diesen Regler angeschaut. Und das Wichtige ist, dass ihr den Regler erst auf On macht, weil On ist quasi aufmachen. Was macht man da auf? Das zeige ich euch. Ich nehme hier mal die orangene Granate, weil da kann man es besser sehen. Wenn wir hier reinlunzen, der Schieber ist jetzt gerade auf zu. Und da wird dieses Loch versperrt. Wenn wir das auf On machen, dann geht das Loch auf und dann können wir hier BBs reinfüllen. Wenn die BBs dann hier drinne sind, dann müssen wir das Ganze wieder auf Off machen oder quasi zumachen. Und dann werden die BBs hier gehalten und können nicht einfach so aus Versehen rausfliegen. Also jetzt nochmal, wo wir diesen Mechanismus verstehen. Wir müssen das Ganze erstmal auf On machen, also aufmachen oder an. Dann können wir BBs reinfüllen. Dann machen wir das Ganze auf Off, also zu, damit es hier zu ist. Und dann können wir das Gas reinfüllen. Die Flasche da dran halten und mit Gas befüllen. Und für alle, die das noch nie gemacht haben, ihr habt eine Gasflasche, die haltet ihr dann mit dem Ventil nach unten, schütteln, dran halten und dann hört ihr ein Zischen. Dieses Zischen, es verändert sich dann ganz laut und dann verändert sich das zu
und dann wisst ihr, dass es voll ist. Und jetzt, wo man diesen Mechanismus versteht, diese Beschriftung ist ziemlich klein. Und wenn man dann mitten im Spiel ist und man hat noch eine Brille und die besteht auch noch, ist es schwer, das zu lesen. Aber ihr könnt euch das sehr einfach merken. Ich kann euch das sogar von hier zeigen. Da ist das Loch. Ihr macht den Schieber einfach Richtung Loch, dann ist es zu. Beim Loch ist es zu. Weg vom Loch ist das Loch offen. Ganz easy. Also ihr habt das Ganze jetzt befüllt. Ihr habt es auf off gemacht. Also das Loch ist zu. Dann könnt ihr das irgendwo reinpacken. Da passiert nichts. Dann, wenn ihr es braucht, holt ihr es raus. Macht es dann auf on. Ihr macht dann das Loch auf. Könnt es werfen, es kommt irgendwo auf, bam, und die ganzen Bibis kommen raus. Das hier wäre auch nicht meine erste Granate. Ich habe so ein bisschen so eine Granatenevolution mitgemacht. Die kann ich euch gerade mal erklären, erzählen. Und dann weiß man auch das hier mehr zu schätzen. Ich habe damals angefangen mit der Chimera. Die Chimera besteht aus zwei Teilen, aus zwei Hülsen. Eine Hülse hier, eine Hülse da. Die muss man dann zusammenschieben und dann mit Gas befüllen. Oft sind diese Hülsen einfach auseinandergeploppt. Oder das Gas wurde nicht gehalten und es gab noch einen Splint, der hat sich einfach verbogen oder man hat den verloren. Da mich das so genervt hat, dass diese beiden Teile, wenn es aufkommt, einfach auseinanderspringen und man findet dann eine oder die andere Seite nicht mehr, bin ich dann geswitcht. Irgendwann hatten dann alle diese Nerfgranaten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Diese Nerfgranaten, da braucht man kein Gas, sondern das ist alles federgespannt. Das bedeutet, die macht man so zu, dann hält man die fest. Da gibt es auch einen Splint. Splint rausziehen, werfen und bei Impact poppt es dann so auf und die Bibis, die hier drinnen gehalten werden, die fliegen dann in alle Richtungen oder auch nicht. Ist ziemlich schwach. Vorteil bei diesen Nerfgranaten war, dass man nicht mehrere Teile hat, die dann auseinanderploppen und man muss die wieder zusammensuchen. Der Nachteil aber ist, dieses Plastik hier außen, das bricht sehr schnell ab. Und diese Nerfgranaten, die explodieren auch gern schon mal in der Luft. Bedeutet, man nimmt es raus, zieht den Splint, wirft und kurz nachdem die Granate die Hand verlassen hat, geht das Ganze auf und man trifft sich im schlimmsten Fall selbst. Vorteil bei diesen Nerfgranaten ist, die sind relativ günstig, die gibt es um die 20 Euro. Und noch ein Nachteil bei diesen Nerfgranaten ist, sehr häufig, weil die ja ohne Gas sind, also diese Nerfgranaten, die sind ohne Gas, sondern federgedruckt, die halten mit Federdruck oder werden mit Federdruck ausgelöst. Da ist es so, die sind ziemlich schwach und die Bibis, die rausfliegen, die spürt man kaum und die machen auch sehr wenig Geräusche. Das heißt, wenn man voll in der Action ist, man wirft eine Granate, die Gegenspieler sehr, sehr häufig, die merken gar nicht, dass man eine Granate geworfen hat. Und jetzt, wo ihr meine Granatenevolution kennt, diese Teile hier, die sind richtig robust. Keine Federung hier, die abbrechen kann oder Teile, die man verlieren kann. Kein Splint. Das hier gefällt mir sehr gut. Das hier ist wirklich stabil. Die Storm Apocalypse, die hat sogar noch Geschwister. Ich weiß nicht, ob einen großen Bruder oder einen kleinen Bruder. Auf jeden Fall ist es ein dickerer Bruder, nämlich die Storm 360. Und die Storm 360, die ist auch super, aber die ist ziemlich schwer, ziemlich dick und ziemlich rund. Und die kriegt man nicht so gut in Pouches rein. Diese Teile, die sind ein bisschen slimmer. Und auch nicht so rund, die kriegt man besser in Pouches verstaut. Das war jetzt viel bliblablub über Granaten und meine Erfahrung mit Granaten. Aber was ist ein Granaten-Review, wenn man nicht mal ein bisschen mit der Granate wirft? Einfach ich hin. Muss ja hingucken. Einfach hier droppen. Wo willst du hin? Hier in den Wohnwagen reinwerfen. Du musst aber reingehen. Nee, niemals. Da sind Spinnen drin. Nee, warte mal, dann kriegen wir die Granate nicht mehr raus. Hier, guck mal. Genial. Ich mache hier Fire the Hole und bam. Ready? Ich bin ready. Bist du ready? Fire in the hole! Fire in the hole! Oi! Oh, ey. Die waren überall, ne? Die waren überall, ja. Ganze Raum war ausgefüllt, alle Hits. Noch Kugeln drin. Dann lässt du los. Genau, dann lass ich los. Dann eins, bei drei lass ich los, genau. Also da gehen immer locker 100 Kugeln rein! Ich bin nah! Ready? Eins, zwei, hast du noch eine... Oh, Alter, hast du die Kugel gesehen, Wuffens? Oh, ja! Geil. Alter, das geil. Ist eine geile Thank you.
Fazit zur Storm Apocalypse. Die Storm Apocalypse, die wird jetzt meine Chimera und meine Storm 360 und meine Nerf-Granaten ersetzen. Diese Teile sind wirklich robust. Wir haben hier keine beweglichen Teile, die irgendwie aufspringen und abbrechen können. Und auch hier, das Gehäuse ist sehr, sehr stabil gebaut. Kein Splint, sondern einfach ein On-and-Off-Switch. Keine Teile, die wegspringen und die man nie wiederfindet. Und wenn diese Teile neben einem Gegner explodieren, das bekommt der Gegner mit. Nicht wie bei den Nerf-Granaten. Ob orange oder schwarz, das ist euch überlassen. Bei orange ist der Vorteil, wenn ihr die orangene Granate geworfen habt, dann könnt ihr die besser im Wald oder im Gebäude, wo es ein bisschen dunkler ist, besser finden. Bei der schwarzen ist es ein bisschen schwerer. Dafür, wenn ihr die orangene hier in eurer Gear habt, die könnte man vielleicht irgendwo sehen und da sieht man dieses Orange sehr stark. Die schwarze, die versteckt sich da besser. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach einer passenden Granate. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.